Moin, Sebastian hier. Es ist Samstagmorgen und John und ich sind auf dem Weg nach Finkenwerder. Mein Freund und Kollege Ahmad hat dort vorgestern sein CCR1 erfolgreich beendet. Und wenn ein Freund für diesen Kurs extra den weiten Weg aus Kuwait antritt, um nach Holland zu kommen, lassen wir es uns natürlich nicht nehmen, ihn für ein paar Tauchgänge zu besuchen. Wir waren beide noch nicht hier, aber der Tim, den du vielleicht aus unserem letzten Video aus Ägypten kennst, hat uns ein kleines Briefing gegeben. Zusammengefasst, gutes Wetter, viele Taucher, schlechte Sicht. Also gibt es leider keine spektakulären Unterwasserbilder. Wir wollen die beiden Tage aber nutzen, um unsere Skills ein bisschen zu verbessern. Denn all das, was wir im CCR Cave gelernt haben und was in den kommenden Kursen noch kommt, wie der CCR 2, wollen wir uns schon mal zu Gemüte führen, das alles nochmal wiederholen und ja, einfach die Skills ein bisschen verbessern. Im ersten Tauchgang wollen wir üben, was wir machen müssen, wenn entweder das ADV, Diluent oder unser MAF Sauerstoff in den Loop kommt. Dann geht es nämlich nach oben wie Schmidts Katze und das hat uns im CCR Cave vor einige Probleme gestellt. Außerdem wollen wir noch üben, wie wir einen bewusstlosen Taucher sicher an die Wasseroberfläche bringen. Das ist schon Open Circuit, nicht ganz ohne. Mit den JTs hat man noch zwei Tariermittel mehr, um die man sich kümmern muss. Es wird also noch ein bisschen anspruchsvoller. Ich würde sagen, wir haben jetzt genug gelabert, wir ziehen uns langsam um, solange es noch unter 30 Grad ist. Wir sind zurück und haben auch schon lecker gegessen. Ja, wie angekündigt ist der See natürlich nicht im Ansatz so schön. Auch farblich nicht. Es war so eine braun-gelbe Flüssigkeit, in der wir uns bewegt haben. Aber wir haben einen Aufstieg zu viert gemacht und haben noch die eine oder andere Übung eingebaut. Da erzählt Sebastian gleich noch was zu. Und es ist mal wieder schön, wieder mit der Unit im Wasser zu sein. Die letzten Tauchgänge waren nämlich mal wieder OC. Und ja, jetzt werde ich wahrscheinlich den zweiten Tauchgang aussetzen. Aber die Jungs gehen noch mal rein und das war jetzt zu viel gelabert, oder? Genau, Spaß hat's gemacht. Vor allen Dingen die Übung mit dem bewusstlosen Taucher ist immer wieder lustig. Hast du mal probiert, ob du das hinkriegst? Wenn nicht, würde ich dir empfehlen, mal über einen Rescue Primer nachzudenken. Da lernst du nämlich nicht nur das, sondern noch viel mehr beim Thema Retten in und um das Wasser. Das gerade waren so ein paar CCR Cave Inhalte und jetzt geht's an die CCR 2 Inhalte, denn jetzt wird es Zeit für die Bottle Rotation. Das ist was ich aus meinem Tech 2 schon kenne. Da ist es jetzt ehrlich gesagt Open Circuit nicht besonders schwer gewesen, fand ich. Aber jetzt auf der Unit, wo das ganze Tarieren viel schwerer ist, bin ich gespannt, wie das wird. Joanna hat es gerade schon angedeutet, sie setzt aus, ihre Nebenhöhlen sind noch ein bisschen zu. Sie war letzte Woche erkältet. Eigentlich ging es schon wieder, aber sie meint jetzt trotzdem, ein Tauchgang am Tag reicht. Das bedeutet, Ahmad hat gleich das Vergnügen, mich zu filmen. Und wenn er das hinkriegt, weil er auch noch ein bisschen kämpft mit seinen Aufstiegen, dann bin ich sicher, dass du einiges zu lachen hast, wenn ich mir bei der Bottle Rotation einen abbreche. Und Joanna kann dann morgen zeigen, dass sie es besser kann.
da liegen die Stages, mit denen ich gerade im wahrsten Sinne des Wortes um mich geschmissen habe. Eine ist mir nämlich einmal runtergefallen. Ahmed hat es, glaube ich, gefilmt. Falls ja, hast du es schon gesehen und durftest dich über mich kaputt lachen. Ich habe sie aber gerade noch aufgefangen. Ich fand, es hat gar nicht so schlecht geklappt. Es war natürlich nicht so schlecht, nicht so gut wie Open Circuit, aber es war auf jeden Fall besser als das erste Mal Open Circuit. Und das macht Hoffnung, wenn wir das noch ein paar Mal üben, dass wir das dann bis zum CCR 2 einigermaßen hinbekommen. Joanna hat in der Zeit gemacht, was sie am besten kann, nämlich nicht kochen, sondern gut aussehen, Stichwort kochen. Ahmed da vorne hat sich schon eine Pizzeria rausgesucht, die wir gleich besuchen werden, soll sehr gut sein. Die Erwartungen sind dementsprechend hoch. Wir packen jetzt alles zusammen, können das danach schön über Nacht in unserem großen Auto lassen. Und ich freue mich jetzt schon auf die Pizza und darauf, den gleichen Kram morgen nochmal mit Joanna zusammen probieren zu dürfen. Bist du am Start morgen? Ich hoffe. Ich hoffe auch. Wenn das mal nicht lecker aussieht, da hat der Ahmed nicht zu viel versprochen. Ich sage jetzt bis morgen und gute Nacht und freue mich sehr über diese Pizza und über den Rest von Joannas Pizza. Gute Nacht. Guten Morgen. Wir sind zwar nicht hier, um mit dem Auto anzugeben, wurden aber gerade schon das zweite Mal auf den tollen Innenausbau angesprochen. Das freut uns natürlich. Der Ahmed hat Verspätung und das gibt mir die Gelegenheit, dir zu sagen, was wir für heute vorhaben. Wir wollen natürlich das Gleiche nochmal machen wie gestern, diesmal mit Joanna, nämlich die Bottle Rotation. Was wir außerdem üben wollen, ist eine Übung aus unserem CCR Cave. Wir werden uns gleich unter Wasser die rechte Seite zudrehen. Das bedeutet, immer wenn wir ins Wing oder in den Loop Gas bekommen wollen, müssen wir auf unserem Backup wechseln und dann Loop und Wing oral befüllen. Das funktioniert einigermaßen gut, führt dazu, dass ich zumindest immer, wenn ich damit fertig bin, Wasser in der Maske habe und dann möchte ich die Maske ausblasen. Das muss ich mir dann aber verkneifen, weil das jedes Mal das Loop-Volumen wieder reduzieren würde und die ganze Sache von vorne losgehen würde. Und ja, genau, das ist eine Übung, die nicht so viel Spaß macht, die aber, glaube ich, ganz sinnvoll ist, immer mal wieder einzustreuen. Und das machen wir jetzt auch. Wir hoffen, das klappt. Und jetzt machen wir mal unsere ganzen Checks und bringen schon mal die Stages nach unten. Während Joanna gerade die Peanut Butter Wraps zubereitet, ein kurzes Fazit von meiner Seite. Die Übung mit dem Backup wird nie meine Lieblingsübung. Es hat aber ganz gut geklappt. Es ist halt einfach irgendwie unangenehm, aber es funktioniert tatsächlich gut. Ich fand die Bottle Rotation heute ein Stück besser als gestern. Vor allen Dingen auf 6 und auf 3 Meter habe ich mich viel stabiler gefühlt. Ich muss aber zugeben, wenn ich mir Joanna dagegen angeguckt habe, obwohl sie gestern nicht mitgetaucht ist, muss ich zugeben, dass es bei ihr besser aussah. Ob sich's auch besser angefühlt hat, das sagt sie dir jetzt. Ja, ich kann es ja nicht beurteilen, wie es aussah, aber man merkt, dass man immer mehr Stabilität auch auf der Unit hat. Das Einzige, was ich immer noch schwer finde, ist das Klippen, weil meine Arme einfach nicht lang genug sind. Aber und noch Trockihandschuhe dazu kommen. Aber ich glaube, wir haben ja noch ein paar Monate, um weiter fleißig zu üben und dann wird das auch gut klappen. Wenn auch du Lust hast, mal wieder was Neues zu lernen, dann kann ich dir einen Blick in die Videobeschreibung empfehlen. Da findest du nämlich meine Kontaktdaten, egal ob Kurse, Trainingstage, irgendwelche Fragen zum Thema Tauchen. Kannst dich jederzeit an mich wenden. Ich freue mich auf deine E-Mail oder auf deine Nachricht oder deinen Anruf. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen, auch wenn es unter Wasser jetzt nicht so reich an Highlights war. Wir haben aber das Beste daraus gemacht, hatten ein sehr schönes Wochenende, sodass mir jetzt nur zu sagen bleibt, bis zum nächsten Mal.